Hier ist Nina und Lilly. Willkommen zu Leute von heute und damals. Guten Tag zusammen. Heute treffen wir uns hier, um Geschichten von verschiedenen Personen uns anzuhören. Die erste Person ist ein in 1935 geborener Schweizer, der im Leimental an der Grenze zu Frankreich auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Die zweite Person ist ein Deutscher, der 1940 in einem kleinen Dorf in Thüringen geboren wurde und dort immer noch lebt. Wir hören uns ihr Leben, ihre Erinnerungen und Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs an, um uns ein Bild zu machen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gab zwischen das Leben eines Schweizern und eines Deutschen. In den letzten Kriegsjahren, also so 1945, als die Fronten immer näher kamen, wussten alle, dass die Amerikaner zuerst nach Thüringen einmarschieren würden. Die Angst, dass man durch Kriegshandlungen sein Hab und Gut verlieren würde, war weit verbreitet. In ganz Thüringen, also so rund um das Dorf, hatte es schon nach meinem Großvater gekracht. Und diese Angst wurde nur noch heftiger und weit verbreiteter. Aber trotzdem war es in dem Dorf nicht ganz so schlimm wie in den Städten, wie zum Beispiel Dresden, welches regelrecht in Flammen aufging. Also zusammenfassend kann man sagen, dass ein typischer Tag halt ein normaler Tag war, abgesehen davon, dass man immer mit dieser konstanten Angst gelebt hat, alles zu verlieren. Und wie sah der Alltag deiner Schweizer Familie während des Zweiten Weltkriegs aus? Mein Großvater wuchs auf einem Bauernhof auf und sein Vater war ein Kavallerie-Grenzsoldat. Deswegen musste seine Mutter mit dem Knecht sich um den Bauernhof und das Restaurant kümmern. Als er in der ersten Klasse war, wurden oft die Schulräume sanktioniert, um einen Schlafplatz für die Grenzsoldaten darzubieten. Als Folge hatten sie wochenlang keine Schule. Auch bei ihm zu Hause auf dem Hof wurden Ställe und Räume sanktioniert. Da sie die einzigen im Dorf waren, die ein Telefon besaßen, kamen immer Leute zu ihnen nach Hause, um zu telefonieren. Und er musste auch oft durchs Dorf rennen, um Leute ans Telefon zu rufen. Da er beim Kriegsanfang 5 Jahre alt war, musste er nicht so viel zu Hause helfen. Erst nach Kriegsende ging er auch auf die Felder, um mitzuarbeiten. Wie geht's dir, Opi? Danke, es geht mir sehr gut und das Wetter hilft mir dabei. Hattet ihr genug Essen? Ja, also dadurch, dass es eine kleine Landwirtschaft gab mit Ziegen, Schweine und Hühner und auch einige Grundfläche vorhanden waren, war es also möglich, mit Einschränkungen, also ohne Hunger zu überrunden zu kommen. Und war das normal, würdest du sagen, oder war die eher so eine Ausnahmesituation? Es war mit Einschränkungen für die Ortsansässigen normal. In dem Ort waren ja mindestens nochmal zu der Stammeinwohnerschaft waren nochmal bestimmt 50%, die aus einem sudetendeutschen Raum, aus Ostpreußen, durch die Kriegswirren, die mit den Drecks hier nach Richtung Westen unterwegs waren, die dann zeitweise auch in Geraberg gelebt haben. Und da war natürlich das Leben oder zu überleben sehr, sehr schwierig. Ja. Okay, und das hast du auch mitgekriegt? Ja, das hast du ja auch dann in der Schule. Das war meistens mir selbstverständlich, dass keiner ein Frühstücksbrot hatte. War das denn auch so, dass man am Morgen dann so drauf gewartet hat, kriegt man jetzt ein Frühstücksbrot oder nicht? In der Schule gab es ja das nicht. Also entweder hast du einen Freund gehabt oder dass du eben mehr oder weniger von zu Hause relativ gut versorgt warst. Dann hast du eben, wenn einer neben dir saß und den der Zahn getropft hat, hast du dann eben von deinem Brot gegeben, weißt du? Und wie ist das bei dir gesehen, Dada? Hast du jemals müssen Hunger? Purtei und Weizkei, wir haben immer genug zu essen gehabt. Ist das denn wegen der Beiz gewesen und wegen dem Bauernhof? Dass ja, die ja, immer genug Rationierung bekommen? Ja, klar. Ich habe nie. Also nie? Ja, also nie Hunger. Aber ein bisschen schwarz gemetzelt, weißt du? Bei euch? Oder? Ja, also Freigegebrauch. Hast du alles müssen registrieren, Kalb und Fee und Tiere und alles. Und ja, du hast etwa ein oder zwei Eier gekriegt pro Monat. Auf dieser Art, ich weiß nicht, wie wo nichts Ding hatte. Und dann, wenn du erntet hast, hast du Scharen Leute auf dem Feld, die sie Ehre auflesen. Wo nicht die nicht mehr rechnen durch sind, weißt du, die Ehre. Dann gehen irgendwie abgegeben, dann hast du vielleicht 1-2 Kilo Mehl gekriegt. Aber wie gesagt, ich kann nie müssen leiden. Da ja die politische Situation in Deutschland und ganz Europa sehr angespannt war,
Wie stand deine Familie politisch? Okay, also was den politischen Standpunkt meiner Familie anging, war keiner 100% nationalsozialistisch. Es gab zwar ein paar Familienangehörige, die den Verlauf des Krieges und die Ereignisse, die er mit sich brachte, einfacher ignorierten als andere, aber eigentlich waren sie eher kommunistisch. Mein Großgroßonkel wurde sogar im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Da sie eher pragmatisch waren und kriegswichtige Produktionen für die Nationalsozialistische Partei erstellten, wurden sie jedoch eigentlich in Ruhe gelassen. Und wie stand deine Familie politisch? Also meine Familie, nach meinem Großvater, war sehr gegen das nationalsozialistische Regime. Zum Punkt, dass mein Großvater als Bube Kinder von Nazi-Unterstützer verschlagen hat. Diese Atmosphäre war aber im ganzen Leimental so. Die Bauern in Leimental haben auch sehr viele elsässische Flüchtlinge aufgenommen und über die Grenze von Frankreich in die Schweiz geschmuggelt. Was war einer deiner denkwürdigsten Tage oder Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs? Ich hab noch gesehen, wie sie dann alle hier, die Eltern und Großeltern, dann weiße Fahnen rausgehängt haben und dann den Kopf ganz weit nach unten gesenkt, wie wird's weitergehen? Werden wir dafür zur Rechenschaft gezogen, weißt du? Ja, yeah, okay. Diese Angst, die war ganz stark verbreitet. Und dann, wo es dann losging und erstmal, wie gesagt, waren die Amerikaner da und als die weg waren, dann kamen die Russen und dann kam eben die Phase der Anpassung. Weißt du, wer sich so mit seinem Gemüt übereinkam und hat gesagt, ich habe keinen Dreck am Stecken und ich kann nur sehen, wie es weitergeht und so, da hat sich eben dann eingefügt, weißt du? Okay. Und dann gab es ja eben auch die ganzen Möglichkeiten, was nach dem Krieg, was mich dann eben auch, denke ich, doch auch ein bisschen mitgeprägt hat, wo das Ganze organisieren. Wie überlebst du, was kommt, was ist auf dem schwarzen Markt möglich, was kann ich bieten, was kann ich dagegen entnehmen. Also dieser zweite Überlebenshandelsweg, der war eben dann auch ganz interessant. Also, und das hast du eben dann mitgemerkt. Du bist eben auch dann in der Nacht mit den Handwaren in den Nachbarort und dort was geholt und dort was. Das waren ja alles Handlungen, die irgendwo unter Strafe standen. Und dann war es eben auch gut, wenn du so ein paar halbwüchsige Kinder daheim hast, die fielen echt nicht unter Strafrecht. Ja. Es war jeder mit eingebunden, um das Überleben zu sichern. So einfach ist es. Was ist ein Ereignis gewesen, wo dir sehr stark geblieben ist? Plötzlich da ein Lärm gewesen, ist ein Piperlicher zu fliegen. Ein richtiger Piper da, Hochdecker, weißt du, mit den Stinkstützen, ist von Basel her zu fliegen. Und dann ist der im Kalbgraben gelandet. Weißt du, wo der Kalbgraben ist? Ja. Dort, wo die Strasse raufgeht, gegen Flüte, also vom Stiegel auf der linken Seite, hat er gelandet dort, in einem Dorlipsack drin. Und ja, ich habe schnell gesagt, das ist einer, der eine Pilotenausbildung gemacht hat, irgendwie in Strasbourg. Und der ist am Rhein noch auf und in Basel wieder so. Er hat auch Schwein gehabt, das ist nicht einmal einen Kilometer vor der Grenze, ist er wieder gelandet. Meinst du, die hätten ihn gerade verschossen? Der hat Glück gehabt, ja noch. Ein Pilotenschüler, ein ganz junger. Der ist einfach ab. Er war ein Flüchtling. Der ist dann auch von Strasbourg geflüchtet, von der Pilotenschule. Der ist geflüchtet, in Glanzkrum. Und dort sind immer noch schon oben geguckt. Dann haben sie den Flieger von Hand gestoßen, dann haben sie ein Schweizer Kreuz drauf gemalt. Und dann ist noch einer gekommen, also ich glaube, ein Offizier. Der ist reingehockt und dann ist er dort ab. Das ist auf die Übung. Hat gerade den Flieger im Schlagnamen genommen? Das ist im Herbst. Wenn es durchlebt, dann ist es im Herbst 1944 gesehen. Wir kommen langsam zum Ende dieser Folge und zum Schluss wird jeder von uns etwas zum historischen Kontext erzählen von der Schweiz und von Deutschland und was ihr aufgefallen ist bei den Interviews. Als schon erwähnt, meine Familie waren Bauern und besaßen ein Restaurant während des Zweiten Weltkriegs. Trotz der offiziellen Neutralität der Schweiz während des Krieges war die Situation angespannt. Dazu kam noch, dass mein Großvater an der Grenze zu Frankreich gelebt hatte und deswegen viel von den Angriffen im Elsass mitbekommen hat. Hinzu kommen noch die vielen Flüchtlinge aus dieser vom Dritten Reich besetzte Region in die Schweiz. Was ich noch faszinierend fand, ist, dass mein Großvater, dazu mal ein junger Bursche, die ganze Situation sehr spielerisch und wunderwitzig aufnahm. Und wie siehst du das Ganze? Trotz massiver Propaganda gab es im Dritten Reich kein uniformes Gebilde, was Zusammenhalt anging. Natürlich variierte dies denn auch von Region zu Region und in den Städten sah es nochmal komplett anders aus als in Kleindörfern. Mein Großvater hat erwähnt, dass er nicht sehr beeinflusst wurde vom Krieg.
Einerseits, da er ein fünfjähriges Kind war am Ende, andererseits aber auch, weil seine Familie für die Nationalsozialistische Partei Waren produzierte. Er und die meisten aus meiner Familie hatten Glück, nicht groß betroffen zu sein. Aber für 3,5% der Weltbevölkerung, davon 6 Millionen Juden, war dies nicht der Fall. Sie und viele andere Menschen starben oder verloren alles. Ich muss auch sagen, dass ich es sehr interessant finde, wie ähnlich die beiden Geschichten unserer Großväter schlussendlich sind, obwohl der eine in der offiziellen, neutralen Schweiz und der andere in Nazi-Deutschland lebte. Dies mag nicht immer der Fall sein, aber es zeigt doch auf, wie viel der Krieg alle beeinflusste. Dies war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.